Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast. Heute mit Folge 25, wie man es bei mir wahrscheinlich sehr, sehr schnell erkennen kann, mal in einem völlig neuen Umfeld. Ich wollte mich dann dank Corona doch nicht ganz allein in den Keller setzen, da hatte ich Angst und habe mir Verstärkung geholt. Ihr seht es im Hintergrund, da gehen wir gleich drauf ein. Aber ich habe ja zwei Jungs an Bord, klar, wir wollen das ja nie in kleiner Runde machen, deswegen habe ich mir Verstärkung mitgenommen. Zum einen habe ich dabei den Lorenz. Grüß dich, Lorenz. Servus, grüß dich. Den Max haben wir auch dabei, seit langem mal wieder. Max, wir haben dich vermisst. Wie geht's? Alles gut? Hallo zusammen. Ja, ich freue mich, mal wieder dabei zu sein. Genau, schön, dass du auch da bist. Ja, wir sprechen heute in Folge 25, das mal ganz kurz, damit ihr gleich am Anfang wisst, worum es geht. Zum einen über Teil 2 unseres Commander-Deckbaus. Wir wollen ja uns natürlich schön brav an den Commander-Kompass und an herumkommentiert einfach ganz plump anhängen. Stimmt ja gar natürlich nicht. Wir haben ja die allererste Folge schon viel früher hochgeladen. Psst. Aber heute Teil 2 und der Lorenz hat mal brav vorgelegt, nachdem er herumkommandiert auf unsere Provokation noch nicht ganz eingegangen ist, das müssen wir nochmal unbedingt nochmal ein bisschen anstacheln, haben wir, in dem Fall jetzt Lorenz, da möchte ich ihm gar nicht die Credits klauen, ein 8-Euro-Budget-Commander-Deck gebaut und das ist gar nicht so schlecht, also ich bin echt überrascht, bis auf die eine ausgetauschte Karte habe ich damit letztens ganz schön auf die Mütze bekommen, deswegen, ich freue mich, dass du das dann später auch nochmal vorstellen wirst. Von daher, es sind nicht mal 8 Euro, oder Lorenz? Es ist sogar noch ein bisschen weniger. Es sind, Moment. Passend sind Platz, glaube ich, gell? Also so ein bisschen. Moment. 7 Euro irgendwas. 7,83 Euro stand gestern. Oh ja, also für 17 Cent, da kann man schon ein bisschen was machen. Also von daher, ihr seht, da ist ein bisschen Puffer. Deswegen, also diese 8-Euro-Challenge, die finde ich schon recht stark. Ich hoffe, dass wir da ein paar animieren können. Gleich zum Start, das vielleicht mal ganz kurz, dass wir es mal einstreuen. Wir haben es bis jetzt noch nicht gemacht, aber es würde alles in allem am Ende uns trotzdem helfen. Jeder, der jetzt vielleicht hier in dem Podcast zuhört, einen YouTube-Account hat und uns vielleicht noch nicht als Abo hat, tut uns den Gefallen in unseren Social-Media-Kanälen, klingt euch damit ein. Es hilft uns am Ende des Tages natürlich dann auch, weitere lukrative Sachen an Land zu ziehen, denn wir sind jetzt kurz vor Weihnachten oder vielleicht ja zwischen den Jahren, das muss man, zwischen den Tagen, Entschuldigung, nicht zwischen den Jahren, sind wir noch dabei, dass wir unsere Jahresrückblicksfolge aufnehmen möchten. Und da wird was verlost. Wir haben wieder ein tolles Gewinnspiel. Wir werden wieder was Cooles von Ultimate Guard verlosen. Von daher, es lohnt sich immer, am Ball zu bleiben. Deswegen ist Abonnieren natürlich nie verkehrt. Dann ist man immer gleich mit informiert, wenn was Neues von uns hochgeladen wird. Und in der Jahresrückblicksfolge, klar, wollen wir natürlich ein bisschen drauf eingehen. Was hat denn so dieses Jahr 2020 gerade für Nackt und Rosa und den Podcast in erster Linie gebracht? Und da haben wir dann natürlich eben besagtes spannendes Material, was wir gerne unters Volk bringen wollen. Und das tun wir auch in dieser Folge. Denn der gute Mann, der dieses geile Schwein gezeichnet hat, was wir uns natürlich sofort dank Black Friday auf Leinwände haben drucken lassen, das kommt vom guten Matthias Kollross. An dieser Stelle, Matthias, nochmal ein riesengroßes Danke. Das war wirklich uns eine Freude, was du aus diesem Schweinchen gezaubert hast. Wir wussten ja, als wir dann aus diesem Podcast rausgegangen sind, gar nicht, was daraus wird. Du hast es ja nur angerissen. Ich meine, ich habe natürlich letztes Mal mit dem Titel der Folge ein bisschen geflunkert. Er hat es ja nicht ganz fertig gezeichnet, muss man fairerweise sagen, in der Folge. Clickbait. Aber nichtsdestotrotz, manchmal braucht es auch ein Clickbait. Hat ja funktioniert. Und ihr seht das Ergebnis und das ist ja wirklich gigantisch. Also was das geworden ist, hammerstark. Deswegen freuen wir uns tierisch. Aber wir haben ja was bekommen. Und zwar haben wir von Matthias bekommen, was er uns ja quasi letztes Mal versprochen hat, als er Teil der Sendung war. Er hat uns ja versprochen, ich muss mal kurz das Licht anschalten, was ich dann gleich wieder wegen dem hässlichen Schatten ausmache, dass er uns seine Token zur Verfügung stellt, die wir verlosen dürfen, was wir jetzt dann gleich machen. Und ich werde es jetzt mal hier in die Kamera halten. Wir haben jetzt hier einen wunderschönen Foil Cat-Token unten schön signiert von Matthias Kollross persönlich, Nummer 1. Und wir haben davon insgesamt 5 Sets, A4 Karten. Also einmal eine Cat, einmal haben wir hier, das ist glaube ich, er stellt es nicht so ganz scharf. Ah, da hat er, oh ja, jetzt einen schönen, einen Dragon. Oh. Ist schon schön. So, ich mache die Katze nochmal rein, die habe ich jetzt gerade schlecht reingehalten und schlecht fokussiert. Es ist schon schön. Also, ist schon echt ziemlich cool. Matthias, also auch dafür wirklich Kudos. Das sind richtig coole Token. Jetzt mag er da noch nicht so ganz scharf stellen. Findet mich schärfer. Ich weiß nicht so genau, was er da nicht mag. Man kann sich den Demon grob vorstellen. Vielleicht ist es einfach auch dieses Vollglitzer. Und wir haben last but not least die ja quasi Ancient One, was jetzt in dem Fall Marit Lars darstellen soll. Also auch die. Ja, leider auch nicht ganz so scharf. Also irgendwie mag er den Fokus gerade nicht so. Ich stelle mich einfach an. Wie sieht eigentlich die Rückseite aus davon? Das ist einfach nur so eine Token-Rückseite, die jetzt dann quasi dafür extra gemacht ist. Genau. Also, wir haben davon insgesamt 5 Sets, die jetzt unter den Kommentaren der letzten Folge
ausgesucht werden. Da haben wir jetzt hier meinen Random Picker. Ich blende es tatsächlich im Live-Video ein und das ist jetzt quasi direkt zu sehen. Und ich würde direkt zur Tat schreiten, damit wir natürlich die Folge mit sinnvollem Inhalt gestalten können. Und würde jetzt einfach mal ganz stumpf auf Start drücken, um den ersten Kommentar rauszusuchen. Und diesen ersten Token oder die ersten Token-Sets, das erste Token-Set, jetzt kriege ich es sprachlich gar nicht raus, das gewinnt der Jürgen Schramm, der sich einfach nur mit einem sehr cooler Podcast mit saucoolem Thema drunter gepackt hat. Aber ihr seht, ja, Jürgen, erste, hat Jürgen hat tatsächlich schon mal hier das erste Set abgegriffen. Am Ende des Tages, wir versuchen dich zu kontaktieren. Wenn du uns vorher hörst, kontaktier du uns. Wir brauchen Adresse, damit wir das Zeug verschicken können. Dann machen wir einen weiteren Gewinner. Der zweite Gewinner eines Token-Sets ist der Flomo. Auch dir Glückwunsch zu diesem Token. Schön, dass du es ebenfalls kommentiert und gewonnen hast. Nummer 3, die sich über ein Set freuen dürfen, ist der Das Dove. Dove, wie auch immer man das aussprechen will. Ich hoffe nicht, dass ich es falsch ausgesprochen habe. Das kann ich jetzt gerade nicht einschätzen. Darfst uns natürlich gerne nochmal kommentieren, ob wir es richtig gemacht haben. Aber auch da, cooler Kommentar, sympathischer Gast und ein Thema, das mich 1/3 Stunden gefesselt hat. Das ist schön. Also wenn da wirklich jemand von wirklich erster bis zur letzten Minute dabei ist, cool, freut uns. Also ich kenne den zufällig. Ah, du kennst den. Der ja, das ist mein Bruder. Oh nein. Guckt mal den Gewinner. Das ist herumkommandiert. Ah, die haben schon wieder was gewonnen bei uns. Und dann auch das Token-Set. Und jetzt sind die 4 Leute und kriegen 4 Token. Das geht auch noch auf. Ja, also ich würde fast sagen, liebe Freunde von herumkommandiert. Wir mal was bei denen gewinnen, oder? Also A, das. Wir sollten das auch mal bei herumkommandiert natürlich machen. Sollten wir mal deren Gewinnspiele hijacken. Aber wir stellen bei euch jetzt eine Sonderforderung auf. Ihr müsst das bereits von uns provozierte 8-Euro-Budget-Deck bauen, sonst gibt es die Token nicht. So, jetzt haben wir es mal gemacht. Das finde ich, ist ein guter Deal. Und Nummer 5, das ist Ad Nauseam, der auch ein Token-Set gewinnt. Also, allen, die sich jetzt wirklich über dieses wunderbar schön handsignierte Set an Token von Matthias Kollross freuen dürfen, Glückwunsch dazu. Ist wirklich echt cool und kann nur jeden dazu beglückwünschen. Das ist auf jeden Fall cool, das in seiner Sammlung zu haben. Freut euch drauf. Kontaktiert mich, uns über YouTube oder über einen der Social-Media-Kanäle und dann geht das Ganze noch hoffentlich vor Weihnachten so auf den Weg, dass ihr es entsprechend bei euch im Postkasten habt. Und damit würde ich überleiten zur heutigen Folge. Damit kriegt quasi Chief Master Lorenz B. Entsprechend Sprachrecht und darf uns durchs Programm führen. Lorenz, auf geht's. Hört, hört. Ja, wir machen weiter mit unserem letztes Mal angerissenen oder vorletztes Mal angerissenen Thema Commander Deckbau. Was haben wir dazu noch zu sagen? Wir haben letztes Mal wirklich lang drüber gesprochen und haben doch nur die Oberfläche angekratzt, was das Thema angeht. Zum Commander Deckbau kann man stundenlang was dazu sagen, aber wir wollen jetzt heute einfach nochmal ein bisschen weitergehen, gar nicht mal groß die Basics anfangen, aber wir haben ja letztes Mal angefangen, wir bauen das Commander-Deck. Also wir haben Karten rausgesucht, wo findet man Karten, welche Ressourcen gibt es, worauf sollte man achten, welche Kategorien gibt es. Und wie wir letztes Mal schon gesagt haben, dann sitzt du da und hast dir Karten rausgesucht und es sind schlimmstenfalls 200. Mindestens. Und dann sitzt der Martin da und weint. Ja, ganz lang erstmal. Weil er wieder 100 Karten cutten muss. Und dann fängt er an zu würfeln. Ein bisschen drauf einschießen heute. Nach welchen Kriterien kann ich das machen? Nach welchen Kriterien kann ich jetzt von den geeigneten Karten die aussuchen, die auch reinkommen? Was wir nicht ansprechen werden, ist das Thema Geld, weil das ist sowieso ein Ausschlusskriterium für die meisten, sage ich mal. Also, Dual Lens wird sich nicht jeder für jedes Commander-Deck leisten, obwohl es die besten Länder sind, die es gibt. Wohl wahr, aber valider Punkt. Deswegen ist natürlich da die Option, sich dann nach den Budget-Alternativen umzugucken, die weisere Vorgehensweise definitiv. Genau. Also, wie wir beim letzten Mal auch schon erwähnt haben, wichtig ist immer, den Commander im Auge zu behalten. Den Commander und die Idee meines Decks. Was will mein Deck und was macht mein Commander? Und dann muss ich mir bei jeder einzelnen Karte fragen, synergiert die mit meinem Commander? Hat die Eigenschaften, die meinem Commander besonders hervorhebt, die in dem Deck besonders gut funktionieren? Und wenn man sich daran hält, dann kann man schon mal
eine ganz gute Auswahl treffen, dass man sagt, okay, der letztes Mal haben wir als Beispiel immer wieder gehabt, ich habe einen Commander, der blinkt, zum Beispiel Rune of the Hidden Realm, der einfach Kreaturen ins Exil schicken und wiederbringen kann. In dem Fall wäre halt einfach ein Removal auf einer Kreatur besser als ein Removal Instant oder Sorcery, weil ich die Kreatur immer wieder mit meinem Commander bringen kann. Oder ja. Also ganz kurz von mir ein Einwurf. Also ich kann tatsächlich immer so ein bisschen diese Einsteigerbrille auflassen meinerseits. Ich ertappe mich jetzt mittlerweile, dass ich endlich, muss man fairerweise sagen, in einem Fahrwasser angekommen bin, wo ich es wirklich schaffe, mich mal bewusst mehrfach auf eine Karte zu stürzen und mir dreimal zu überlegen, passt die jetzt wirklich mit in das Deck? Und was will ich mit dieser Aussage eigentlich vermitteln? Lasst euch davon nicht entmutigen, nur weil ihr jetzt gerade frisch anfangt oder zu übereuphorisch seid, euch 200 Karten rausgesucht habt. Das kommt mit der Zeit von alleine. Ihr werdet mit der Zeit im Idealfall, wenn ihr euch nicht komplett die Scheuklappen aufsetzt, irgendwann an den Punkt kommen zu sagen, hat die Karte jetzt in diesem Deck wirklich einen Mehrwert? Und irgendwann werdet ihr für euch identifizieren, wann ihr eine Karte wirklich spielen wollt und euch auch vielleicht so ein bisschen von dem klassischen, ja, das sage jetzt ich, das mag komisch wirken, von dem klassischen Netdecken lösen, zu sagen, man baut das Ganze nur nach irgendwelchen Vorgaben, weil am Ende, auch da merkt man es dann irgendwann, will man dem Ganzen ja auch so ein bisschen seine eigene Note geben. Weil das ja auch etwas ist, was ja unter Umständen einen Twist herbeiführen kann, mit dem man nicht rechnet. Aber da ist es eben genau wichtig, sich zu überlegen, wie passt denn die Karte jetzt zu dem Commander? Und zur Not, es gibt nichts Besseres als ausprobieren. Auch da einfach mal riskieren, ein, zwei Matches spielen, auch wenn es schwer ist, weil sich die Decks, gegen die man spielt, ja selten gleichen. Und auch die Runden ja in sich selbst deswegen auch noch lange nicht. Dafür sind ja einfach die Decks zu groß. Aber probiert es einfach und irgendwann kommt, glaube ich, der Punkt von alleine. Also ich kann davon berichten. Ich glaube auch spätestens, wenn man in der Community so ein bisschen das Wettrüsten anfängt, wenn man versucht, dann sein Deck zu optimieren, dann stellt man auch einige Fragen, einige Karten nochmal wirklich in Frage. Ob sie denn wirklich jetzt das unterstützen, was ich gerne machen möchte? Oder ob es da vielleicht bessere Alternativen gibt? Also das ist halt so ein bisschen auch die persönliche Erfahrung, dass die Decks sich einfach auch massiv gegenseitig pushen und dann das eine oder andere Element dann nochmal rausfliegt. Genau. Ja. Also mir geht es auch noch oft so, wenn ich ein Deck baue, also oft, das klingt jetzt so, als würde ich ständig Decks bauen, tue ich nicht, aber wenn, dann gehe ich meine Ordner durch und denke mir, oh, die Karte, die liegt jetzt schon so lange im Ordner und die ist eigentlich toll, die packst du mit rein. Und die, ah, die ist auch toll, die packst du mit rein. Und die, und dann am Ende fliegen sie doch wieder raus. Die 20 Karten zu viel und die gehen alle wieder raus und gehen zurück in den Ordner, weil sie halt tolle Karten sind, aber nicht mit dem Commander irgendwie zusammenpassen. Was in die gleiche Kerbe hineinschlägt, man sollte auf seine Mana-Kurve aufpassen. Klar, die coolsten Spells sind die, die 7-8 Mana kosten und dann gewinnst du. Das fühlt sich ganz toll an, wenn man die spielt. Das Problem ist, man spielt die nicht. Du kommst so selten mal in der Situation, wo ich sage, ich kann ein 7-Mana Spell spielen und dann nächste Runde spiele ich meinen 8-Mana-Spell und dann vielleicht die Runde drauf noch meinen 9-Mana-Spell. Also die Chance, dass man mal so weit kommt, klar wirst du es wahrscheinlich pro Spiel ein-, zweimal schaffen, genug Mana und Zeit und Möglichkeit zum haben, so einen Zauber irgendwie auszuspielen. Aber das Problem ist halt, was machst du die anderen 6 Runden vorher? Also sprechen wir auch zu viele Faktoren dagegen. Also egal, ob das jetzt irgendwelche Formen von Board-Wipes sind, dass man irgendwelche, keine Ahnung, die ganzen anderen Sachen auf die Hand gebounced bekommt oder dass man vielleicht einfach nicht die Mana-Sachen zieht, um da überhaupt im Late-Game ist es ja schon fast, überhaupt dazu zu kommen, sowas zu spielen. Das ist einfach nicht Commander-typisch. Also da muss man schon realistisch bleiben, wie du sagst. Da muss es schon andere Synergien geben, die das irgendwie ermöglichen. Deswegen gebe ich dir vollkommen recht. Auch der Reiz ist da, braucht man gar nicht reden. Der Reiz ist immer da, das die größte, geilste Karte auf den Tisch zu knallen. Aber erstens, da sitzen drei Leute, davon wittern drei, davon meistens mit einem Counterspell natürlich genau dir dann ins Gesicht zu spucken, wenn du eigentlich schon freudestrahlend wie so ein Honigkuchenpferd da sitzt und dir endlich dein Mana dafür zusammengespart hast. Und dann kommt diese böse Ernüchterung. Also das ist auch eine Falle, glaube ich, in die viele am Anfang, gerade beim Anfangsdeckbau, ganz stark reinstolpern. Also das habe ich auch schon selbst erleben müssen. Ja.
Ich glaube, was an der Stelle auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist die Tatsache, dass man jetzt nicht irgendwie auf so große Mana-Spells verzichten sollte, sondern man kann die schon durchaus spielen. Natürlich halt in einer ja, verhältnismäßig sinnvollen Menge. Und was mir persönlich immer auch extrem wichtig ist, dass wenn man so einen 8-Mana, 10-Mana oder was auch immer im Spruch spielt, dass das irgendwas ist, was wirklich einen dazu bringt, dann vielleicht auch im Endeffekt das Spiel zu gewinnen. Also die ist einfach nur eine 8-Mana-Kreatur, die dann da rumliegt, ist glaube ich nicht so effektiv jetzt irgendwie ein fettes Ultimatum oder 10 Mana für einen Mindslaver, 6 Mana zum Casten, 4 zum Opfern und ich übernehme den Zug eines Gegners. Ich glaube, das sind schon so Sachen, wo man dann auch mal viel Mana investieren kann und natürlich auch ein gewisses Risiko eingeht, aber dann auch am Ende dafür belohnt wird. Ist ein guter Punkt, ja. Max. Dann noch eine kleine Ergänzung. Genau das geht nämlich auf das zurück, was ich gerade vorhin einfach schon gesagt habe. Nehmt euch einfach dann nochmal wirklich diese Karte bildlich mit einem vielleicht existierenden Spielzug vor Augen. Legt euch mal diese 8-8-Karte vor eurem geistigen Auge auf den Tisch und denkt mal nach, naja, was bringt sie mir? Warum? In der Regel, gerade bei sowas wie Commander, liegen, wenn überhaupt, bei den Gegnern eh schon Massen an gegnerischen Kreaturen. Ja, was kannst du machen? Eine blocken, wenn der andere mit vielleicht 24 Token 2-2 angreift, dann bringt dir deine 8er-Kreatur auch nichts, wenn die nur eine Kreatur blocken kann. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dann kommt vielleicht die nächste Runde der lange quasi angekündigte Board-Wipe, dann ist deine Kreatur auch schon wieder dahin. Also das sind so Sachen, da muss man sich überlegen, welchen Mehrwert bietet diese Karte. So wie Max das schon sagte, hat sie irgendeine andere Bewandtnis, irgendeine andere Synergie? Kann ich damit irgendwas anderes triggern? Hole ich damit irgendwas aus dem Graveyard zurück oder kommt die Karte wieder zurück, weil ich was anderes mache und so weiter und so fort, anstatt einfach nur plump und stumpf eine tolle große Kreatur mit Trampeln oder so zu legen, die ich jetzt nicht irgendwie großartig schützen kann oder so. Das kann man, glaube ich, ganz gut als Basis. Um jetzt vielleicht nochmal die Brücke auch zu Lorenz ursprünglicher Aussage zurückzubauen. Also spielt diese Karten, aber spielt wahrscheinlich wenige davon und schaut wirklich, dass sie einen Effekt haben. Auch was die Mana-Kurve angeht, also wirklich die Mana-Kurve sagt ja im Prinzip mehr oder weniger die Anzahl an Karten mit einer gewissen umgewandelten Mana-Kost. Ist natürlich teilweise auch je nach Deck immer ein bisschen Trugschluss. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Deck spielt, was darauf abzielt, Kreaturen aus dem Friedhof zu reanimieren, dann hast du natürlich viele Kreaturen, die 8 oder 10 Mana oder sowas kosten. Aber die werden dann natürlich am Ende nicht wirklich hardcastet, also wirklich mit den Ländern bezahlt, die du vor dir liegen hast, sondern halt über irgendwelche günstigeren Effekte aus dem Friedhof geholt. Ganz genau. Also beides gebe ich dir vollkommen recht. Zum einen, ja, die teuren Karten sollte man spielen. Man soll ja auch Spaß dran haben. Und wenn man das gerne macht, bitte, aber halt nicht 12 Spells reinhauen ins Deck, die 8 Mana kosten, weil dann hast du sie halt oftmals zu früh und dann sind sie in der Hand und du kannst nichts damit machen. Also wirklich die Anzahl beschränken und das andere, wie du schon gesagt hast, gibt immer Ausnahmen zu der Regel. Wenn du ein Reanimator-Deck spielst und alles sowieso aus dem Friedhof wiederholst, dann klar, die großen, schweren Dinger rein. Oder zum Beispiel sowas wie mein Mercil the Pretender-Deck. Da sind Karten drin, die sind völlig unspielbar und kosten 8 Mana, aber du spielst sie nie aus, weil du sie nur dafür nimmst, um die Fähigkeiten auf deinen Commander zu übertragen. Also sowas, klar. Drum, wie vorher schon gesagt, es steht immer der Commander und der Sinn des Decks im Vordergrund. Absolut, ganz genau so ist es. Aber zum Thema Mana-Kurve, ganz wichtig, es kommt immer auf die Effizienz an. Also das kennt jeder, der andere Constructed-Formate, so also eher kompetitive Constructed-Formate spielt. Es kommt immer auf die Effizienz an. Ein Ein-Mana-Spell oder vielleicht ein Null-Mana-Spell in Legacy, der vielleicht keinen riesigen Effekt hat, wird trotzdem viel häufiger gespielt werden als einer, der 4 Mana kostet und besser ist, aber halt einfach das Vierfache kostet und damit wesentlich unflexibler ist, der mehr Ressourcen abverlangt. Also man sollte das nicht unterschätzen oder überschätzen, was große Spells bringen und die kleinen nicht unterschätzen. Also auch 1-2 Mana-Spells können unter Umständen sehr effizient sein. Das wird sich nachher in dem Deck, das ich vorstellen will, auch noch zeigen. Das glaubt man gar nicht, also das ist tatsächlich so. Es hat eine extrem niedrige Mana-Kurve. Gut, also denkt daran, auch die 1-2 Mana-Spells können durchaus einen Effekt haben, den ihr wollt. Immer wieder schauen, wenn ihr noch Karten cutten müsst. Wie schaut es insgesamt aus? Habe ich genug, was meinen Commander und meine Idee
unterstützt. Also wir haben von den Grundkategorien, die wir letztes Mal angesprochen haben, Karten ziehen, Mana-Beschleuniger, gezieltes Zerstören und Boardwipes, haben wir gesagt, da geht schon relativ viel vom Deck drauf. Trotzdem sollte ich mindestens 30 bis 35 Sachen haben, die wirklich die Hauptidee von meinem Deck unterstützen. Also, ob ich dann von den anderen Kategorien mir Karten aussuchen muss, die vielleicht beides machen, oder sollte ich ja sowieso machen, aber 30 bis 35 der Karten sollten wirklich die Idee meines Decks vorantreiben. Mhm. Und wenn ich jetzt merke, okay, ich muss noch welche rausschmeißen von denen, die ich zu viel habe, dann schaue ich, okay, welche sind vielleicht doch, ja, die machen schon das, was ich will, aber vielleicht nicht effizient genug, nicht fokussiert genug. Habe ich vielleicht zwei Pläne oder habe ich zum Beispiel, ich habe eine tolle Karte drin, die super zu meinem Commander passt, und dann fällt mir, hey, ich wüsste noch eine andere Karte, die passt super auf diese zweite Karte, die wahnsinnige Synergie damit. Hast aber das Problem, du bist schon wieder einen Schritt weiter von deinem Commander weg, und die Chance, dass du zwei Karten aus deinem Deck gleichzeitig auf der Hand hast, von denen oder im Spiel hast, von denen keiner der Commander ist, ist relativ gering. Also man verrennt sich da ganz gerne. Ich würde vielleicht noch einen Punkt mit anmerken, da gerne auch offene Gegenmeinung. Ich kann es ein bisschen aus eigener Perspektive berichten, weil ich natürlich mit einem Commander wie Muldrota natürlich einen sehr, sehr teuren Commander spiele. Der hat natürlich starke Synergien und der ist auch relativ stark unterwegs. Aber ich glaube, und das würde ich jetzt schon auch mal ganz grob pauschalisieren, ich glaube schon, dass man auch ein Stück weit aufpassen muss, dass man, ja, man in erster Linie versuchen sollte, seinen Commander zu unterstützen, aber vielleicht im besten Falle auch schafft, dass man die Karten untereinander, auch wenn irgendwie möglich, ohne den Commander im Idealfall kombinieren lässt, weil einem das ja ein gewisses Rückgrat bietet, falls einem ständig der Commander geschrottet wird. Weil es bringt dir ja auch nichts, wenn du deine 35 Karten explizit wirklich nur und pur auf deinen Commander konzentrierst und die ohne den Commander, um es mal zu übertreiben, nahezu wertlos sind. Wenn dir dann die Gegner die ganze Zeit nichts anderes machen, als deinen Commander zu nuken, dann bringt es ja auch nichts. Also ich will nur sagen, ja, also bin ich total bei dir, diese Karten natürlich stark auf den Commander konzentrieren, aber ich glaube, die Königsdisziplin ist es eigentlich, eine so gute und gesunde Mischung zu finden, dass man eben auch eben ohne Commander ein Stück weit, ich sag jetzt mal, überlebensfähig ist und dann trotzdem vielleicht auch dann auf dieser Synergieebene auch quasi so eine Art Parallelstrang aufbauen kann, der neben und ohne, beziehungsweise auch ohne den Commander leben könnte, weil die Karten überlebensfähig sind alleine oder mit anderen Nicht-Commander-Karten oder nicht mit Commander ausgespielten Fähigkeiten etc. Ich glaube, das ist auch nicht zu vernachlässigen, oder seht ihr das jetzt völlig anders? Das ist ein ganz, ganz guter und ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, Martin. Wie du das gerade gesagt hast, ist mir eine Erinnerung in den Kopf gestiegen. Da habe ich auch relativ am Anfang meiner Commander-Karriere gegen einen Freund gespielt. Der hatte ein Deck mit Doran, The Siege Tower, eine 0-5 in Absahnfarben. Der sagt, dass Kreaturen, wenn sie angreifen, Schaden in Höhe ihrer Widerstandskraft machen, anstatt ihrer Stärke. Und sein Deck war so aufgebaut, dass er halt diese ganzen Kreaturen, die irgendwie 0-4 oder 0-5 oder 1-5 sind, gespielt hat und da immer seinen Commander nebenlegen wollte. Wenn du allerdings jetzt immer wieder diesen Doran irgendwie handeln konntest, abschießen oder was auch immer, dann hat sein Deck einfach nichts gemacht, außer Mauern zu legen. Und da ist mir das erste Mal wirklich aufgefallen, dass es absolut entscheidend ist, dass du ein Deck baust, was auch im Idealfall ohne den Commander gewinnen kann. Das war also meine Message. Absolut. Also ich gebe dem Martin voll recht. Man soll tatsächlich eher sagen, die Idee des Decks muss im Vordergrund stehen und nicht der Commander. Der gibt halt die Idee meistens vor. Ja. Aber wie du schon sagst, im Idealfall oder im Normalfall sollte das Deck auch ohne Commander funktionieren. Mhm. Genau das Problem, das du gesagt hast, Max, habe ich zum Beispiel mit meinem Arcades-Deck. Das ist im Prinzip das gleiche wie der Doran. Das besteht eigentlich nur aus Mauern. Und wenn es funktioniert und der Arcades liegen bleibt, dann überfährt es vierten, fünften, sechsten Zug die Gegner mit 30, 40 Schaden. Hm. Aber wenn es halt einer riecht und handelt, wird dann nicht. Dann bremst, dann sitzt du halt da. Dann bist halt dann ausgenockt, genau. Also deswegen also, war mir nur wichtig, das einfach nochmal so als Denkanstoß mitzugeben, dass man das versucht, weil ich glaube, wenn man von der Warte kommt, dann wird in der Regel, wenn man das halbwegs gut abstimmt, immer per se, denke ich, ein stärkeres Deck, weil man sich, glaube ich, schon mal eine ganz wichtige Schwachstelle ausmerzt, die man sonst schmerzhaft in den Spielen verspürt und vielleicht auch gar nicht so richtig
den Hintergrund versteht, warum jetzt das Commander einem nicht so Spaß macht, weil man halt immer wieder irgendwie denkt, naja, mein Commander, der müsste doch performen, der ist doch super, und dann rennt man Spiel für Spiel in dieses Match rein und ist mit seinen restlichen Karten ohne Commander mehr oder weniger machtlos, weil halt klar, schon auch Spieler am Tisch sitzen, die irgendwann so ein bisschen den Braten riechen, und wenn sie halt merken, keine Ahnung, wie bei mir, Muldrother, der sehr stark natürlich auf die Graveyard-Komponente setzt, dass der natürlich weg vom Tisch muss, dann weißt du halt, du hast halt automatisch schon ein rotes Fadenkreuz auf der Stirn und damit musst du halt umgehen können. Das musst du von vornherein immer ein Stück weit einkalkulieren. Ich meine, klar, wenn du gut in Politik bist und versuchen kannst, dich so ein bisschen durchzuschmuggeln und durchzumuggeln und so ein bisschen zu suggerieren, dass da jetzt keine große Gefahr in Verzug ist, kann klappen. Aber da musst du schon gut auf der politischen Ebene sein. Da klappt, dann brauchst du auch gar kein starkes Deck mehr, weil dann reicht dir wahrscheinlich die politische Komponente, dass sich die anderen untereinander fetzen und du dann mit deinen, weiß ich nicht, 05er Mauern irgendwann mal aus Versehen den Schalter umlegst und sie überfährst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Es ist halt aber eine Frage der Strategie, die du gerne fahren möchtest. Ja. Gehst du halt gerne ein großes Risiko ein, dann okay, go for it, alles gut. Aber wenn du versuchst, möglichst effektiv und auch effizient zu spielen, dann versuchst du ein Deck zu bauen, was auch ohne den Commander gewinnen kann. Ja. Zurück zu Lorenz. Zurück ins Studio. Ich muss den Faden wieder neu aufdröseln. Entschuldige. Ja, aber ich glaube, wir haben das Thema jetzt ganz gut behandelt. Also nur mal kurz zusammengefasst, Mana-Kurve ist wichtig, dass ihr wirklich über das ganze Spiel verteilt, was spielen könnt, und nicht erst Turn 1 bis 4 Land Go, sondern möglichst ersten, zweiten Zug anfängt, Spells zu spielen, weil je früher du was spielst, umso länger kann es einen Effekt haben. Zweitens, den Fokus nicht verlieren, den Commander oder noch besser die Idee des Decks immer im Fokus behalten, immer überlegen, ist die Karte nur cool oder ist sie auch gut, beziehungsweise ist sie in diesem Deck gut? Und sich nicht. Lorenz, das ist so ein gutes Ding. Ey. Ich habe so viele Karten, die ich immer irgendwie im Kopf habe oder dann mal sehe, wenn ich durch meinen Ordner gehe und denke mir so, boah, diese Karte ist so genial, ich will es irgendwo spielen, aber irgendwie passt das halt irgendwie nicht so richtig. Ja. Leider. Eigentlich müsste man mal ein extra Commander-Format bauen, wo man irgendwie keine Staples spielen darf oder sowas. Wo man dann diese ganzen Sachen endlich mal auf den Tisch legen kann, die man sonst nie nimmt. Budget Commander, 8 Euro Deck. Da passen solche Karten wahrscheinlich am ehesten rein. Da passen sie durchaus rein. Ja, wobei... Ja, je nachdem, klar. Gerade da muss man eigentlich noch mehr sich fokussieren. Ja, das stimmt. Ja, das war jetzt sozusagen der Senf, den wir noch aus der Tube dazugeben wollten zum Thema Commander-Deckbau, würde ich sagen. Die Senftube ist jetzt erstmal aufgebraucht. Wenn ihr noch mehr hören wollt zu dem Thema, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare rein, schreibt es uns an. Wir haben, ja, wie schon gesagt, alle sozialen Medien bei uns vertreten. Wir machen das sehr gerne. Wenn ihr sagt, wir wollten zu dem und dem Thema noch was hören, klar, sagt es uns. Was man ja auch mal thematisieren könnte, wären so die Unterschiede zwischen Deckbau im Multiplayer-Commander und Deckbau im Dual-Commander bzw. Archon, also 1 gegen 1 Commander. Ich glaube, das könnte auch eine relativ easy eine ganze Folge füllen, weil da gibt es ja schon einige kleine, feine Unterschiede. Also das mal am Rande. Genau, falls ihr das sehen wollt oder hören wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Also auch damit Informationen einfach an uns herantreten, dass wir dann sowas gerne für euch ausarbeiten können. Weil es macht uns ja auch Spaß, aber es soll natürlich im besten Falle der breiten Masse natürlich gut gefallen. Absolut. Und wir haben tatsächlich bis jetzt sehr, sehr positive Resonanz zu dem Commander-Deckbau-Thema bekommen. Deswegen freut uns das sehr. Also auch gar nicht euch irgendwie scheuen, Fragen entsprechend noch zu adressieren, ob das jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, Kombinationen sind, wie man sie spielen sollte, ob man sich unbedingt auf Combo-Pieces konzentrieren sollte oder was auch immer. Oder was könnten vielleicht irgendwelche Budget-Versionen von irgendwelchen wirklich teuren Staples sein? Also auch sowas. Sind wir jederzeit gerne bereit, da die Recherchemaschine anzuschmeißen, unsere interne Community, die ja auch nicht klein ist, gerne auch mit zu involvieren und da entsprechend natürlich die ganzen Erfahrungen einzusammeln. Also immer Fragen, dann bereiten wir das gerne für euch auf. Mit dem Zeug. Genau. Genau. So, und dann machen wir mal weiter, kommen wir zum zweiten Teil der Show sozusagen, zu dem schon mehrfach erwähnten 8-Euro-Deck. Ein kurzer Disclaimer voraus. Welcher Disclaimer kommt von dir? Weil sonst, ich hätte noch einen Disclaimer. Tease mal ganz kurz an, warum dein Disclaimer geht. Der geht um die Preisberechnung. Okay, dann muss ich einen davor schalten. Lass mich einen Disclaimer. Ich hoffe, ich
stehl dir deinen jetzt nicht, das wäre jetzt ärgerlich, ich hoffe nicht. Also ich will kurz nochmal den Zuhörern, die es vielleicht zum ersten Mal hören, kurz den Hintergrund erklären, was denn eigentlich jetzt der Grund ist, warum wir das gemacht haben. Störe ich damit deinen Disclaimer oder geht's? Nein, überhaupt nicht. Okay, sehr gut. Also Hintergrund, eine sehr schöne Einleitung. Genau, der Hintergrund ist recht einfach. Wir haben ja netterweise von Cardmarket die Möglichkeit bekommen, in den letzten 5 Folgen 8 € Gutscheine zu verlosen. Das heißt, da gab es jede Folge einen 8 € Gutschein zu gewinnen. Und aus irgendeinem Effekt heraus, ich weiß nicht, wer es war, ob du das warst, Lorenz, oder der Daniel, einer von euch, ich weiß nicht wer, muss ich ehrlicherweise zugeben, kann ich mich nicht mehr erinnern, wer es war, haben wir einfach mal zum Spaß gesagt, naja, derjenige, der jetzt gerade diesen 8 € Gutschein gewonnen hat, der kann doch daraus einen Budget Commander bauen. Ich glaube, das waren sogar die Kollegen von Herumkommandiert, die es gewonnen haben, wo wir sie damit provoziert hatten, initial, genau. Und da haben wir gesagt, naja, ihr habt jetzt gerade einen 8 € MKM Gutschein gewonnen, ja, dann baut doch mal daraus bitte ein 8 € Deck. Wie gesagt, ich werde später dann nochmal kurz eine WhatsApp rüberschicken nach Stuttgart und sagen, Benze, wie schaut's aus? Provokation muss doch längst angekommen sein, aber Lorenz hat vorgelegt und das ist quasi der Hintergrund, warum wir uns jetzt auf Lorenz Seite dazu bemüht haben, wirklich mal ein 8-Euro-Deck zu basteln und jetzt darfst du disclaimern. Genau. Ja, also nur kurz als Disclaimer voraus, 8-Euro-Deck gestaltet sich so, wir haben, oder ich habe aus den Karten des Decks eine Wants-Liste auf Cardmarket gemacht. Und dann zeigt dir das ja immer an, ab wie viel die Karte zur Verfügung ist. Und das ist bei sehr, sehr vielen Karten ab 2 Cent. Filter war also nur deutsche und englische Karte, mindestens exzellent vom Zustand her. Und Standardländer sind nicht mit drin im Preis, weil Standardländer werden mit 0 € gehandelt. Punkt. Es wird ziemlich sicher nicht möglich sein, dass man das Deck von null auf für 8 € sich baut, weil man Versandgebühren hat, weil man natürlich bei verschiedenen Händlern kauft und nicht jeder die Karten für 2 Cent anbietet. Von dem her ist es mehr so ein Gedankenexperiment irgendwo. Aber du kannst, der Martin stellt auch gerne uns Ich mache jetzt noch was. Mir fällt was ein. Das ist eine spontane Idee und das mache ich jetzt quasi aus eigener Regie. Und da jetzt jeder, der zuhört, und aufpasst, hat die Möglichkeit. Hiermit lobe ich aus, dass die Leute, die sich die Mühe machen, ein 8-Euro Commander-Deck zu bauen, gegen Lorenz bei Spelltable in den Ring steigen können und was dafür zu gewinnen gibt. Sollte Lorenz gewinnen, werden wir trotzdem an die 3 Teilnehmer, die wir mit an den Tisch setzen, was ausschütten. Also es gibt was zu gewinnen und ich werde mich da jetzt auch nicht lumpen lassen, das sage ich gleich. Die Teilnehmer, die sich jetzt melden und dir damit einen vollen Multiplayer-Tisch mit 4 Leuten, also so 3 plus Lorenz, bei Spelltable und Remote voll machen, die haben die Chance, was zu gewinnen. Das mache ich jetzt einfach mal so, weil ich einfach sehen möchte, ob es da genug gibt, die da Lust drauf haben, so einen 8-Euro Commander zu bauen. Die Prämisse bleibt die gleiche, genau wie es jetzt Lorenz gemacht hat. Also die Vorgabe wäre, dass man sagt, okay, 8 € im Sinne von, wenn man jetzt eben nicht bei verschiedenen Händlern kauft, sondern einfach so eine Wants-List anlegt und dann halt nachweisen kann, dass die dabei Excellent und Deutsch-Englisch zusammen 8 € ergeben, dann ist das die Richtlinie. Und das würde ich jetzt einfach mal als kleines, witziges Event lostreten wollen und hoffe, dass wir damit Leute motivieren können. Also da muss es doch ein paar geben. Also wenn ich so darüber nachdenke, Otto Kaiser, der sagt, man hört das in seiner kleinen Community immer wieder an mit Commander-Interesse und so, da muss es doch ein paar geben, die Bock haben, auf den Zug aufzuspringen. Enttäuscht mich nicht. Gewinn gibt es dann 16 € MKM-Gutschein, mit dem man dann 16 € okay, also stacken wir, das ist hoch, okay. Nee. Okay, jetzt bin ich völlig raus. Gut so. Ja, genau. Also wie gesagt, zu kaufen gibt es für 8 € nicht, aber die Preise sind so, wie ich jetzt gerade gesagt habe, entstanden. Und so komme ich insgesamt, Stand gestern, auf 7,83 € Gesamtwert. Das Problem ist, man muss das in der Wants-Liste selber durchrechnen. Also das zeigt ja leider am Schluss nicht an, deine Wants-Liste, wie viel die wert ist, sondern du musst quasi 50 mal 2 Cent plus einmal 10 Cent plus einmal mit der Hand ausrechnen. Also falls das jetzt jemand von Cardmarket hört, bitte baut uns ein Feature, dass man sehen kann. Genau, baut mal ein Tool. Ja. Okay, genug Disclaimer, jetzt kommen wir mal Butter bei die Fische. Erzähl mal die Strategie. Die Idee kam mir eigentlich daher, meine Commander sind zum einen Elige, der Augur des Scheideweges auf Deutsch, Crossroads Augur, ein neuer, rare, blauer Commander aus Commander Legenden, Commander Legends. Ich lese mal kurz vor, der kostet 4 und 2 blaue,
ist eine legendäre Sphinx, hat fliegend 5-6 und, jetzt kommt der interessante Text, wenn du mit Hellsicht eine Ansicht an Anzahl an Karten ansehen würdest, ziehe stattdessen entsprechend viele Karten. Also wenn man Hellsicht anwenden würde, was eine furchtbare deutsche Übersetzung für Scry ist, also für jeden Scry, den du machst, ziehst du stattdessen eine Karte. Und er hat noch Partner. Das heißt, du kannst ihn mit einem anderen Commander zusammentun und beide als Partner-Commander spielen. Zweiter Commander. Wenn diese Karte keine 6 Mana kosten würde. Wenn der keine 6 Mana kosten würde, dann wäre das richtig, richtig, richtig gut. Aber der gut, ich wollte dich nicht unterbrechen, geh ruhig weiter. Der ist auch so richtig gut. Aber dazu kommen wir noch. Gepaart habe ich den mit Kaidel, der Auserwählten von Krufix. Die kostet, also eine von den alten Partner-Commandern, die es im Commander 2014 gab. Die sind aber alle neu gedruckt worden in Commander Legends mit diesem neuen Foil-Edged-Verfahren. Schaut ziemlich cool aus. Die kostet 2, ein grünes und ein blaues, hat 2/3, ist ein Mensch, Zauberer und hat Tappen und du erhältst so viel farbloses Mana, wie du in diesem Zug Karten gezogen hast. Also sprich, in deinem Zug normalerweise mindestens 1 und pro Karte, die du mehr gezogen hast, kriegst du fürs Tappen mehr Mana. Wenn die Walking Ballista nicht so teuer wäre, oh, wäre die schön in den Deck. Ich habe gerade auch so einen Gedanken. Also, was ich jetzt hier sehe, ist, du bist ja blau-grün, also du bist ein Simic-Deck, ja. Und ich glaube, du hast mit diesem Deck auch gerade einen Weltrekord aufgestellt, weil du bist seit ungefähr 2 Jahren das allererste Simic-Deck, was kein Oko spielt, Doran. Das stimmt. Ja, der war nicht im Budget drin. Ja, eben. Aber ich spiele Planeswalker. 3 Stück sogar. Aber dazu später. Ja, was will das Deck? Ganz einfach, das Deck will zum einen mit viel Ramp, dafür brauchen wir das Grün, viel billigen Ramp spielen, um möglichst schnell seine Commander spielen zu können. Und darum geht es eigentlich, möglichst schnell versuchen, Elegith rauszubringen und dann im Prinzip viele billige, sehr billige Spells spielen, die dich scryen lassen und damit Karten ziehen. Also das sind die zwei Hauptbestandteile, sind Ramp und Scry. Also Ramp und Card Draw, im Prinzip genau das, was wir vorletztes Mal gesagt haben. Die Grundpfeiler eines Commander-Decks sind genau der Fokus von diesem Deck. Eine dumme Zwischenfrage. Ich habe jetzt ein bisschen das Deck durchgescrollt. Was hat dich dazu bewogen gerade, weil du sprichst ja schon von Ramp, aber ich sehe jetzt bei dir in der Liste gerade mal 5 Artefakte. Also ich vermisse halt schon noch so ein paar typische klassische Mana-Dorks. Was hat dich denn dazu bewogen, die nicht einzusetzen? Also was es da so gibt? Ob das jetzt ein Mindstone ist oder was es da so alles gibt oder so eine Commander Sphere, warum hast du die denn nicht mit aufgenommen als klassische Ramp-Mana-Dorks? Weil ich tatsächlich hauptsächlich grüne Ramp-Spells spielen will, die Länder ins Spiel bringen. Okay. Weil so meiner Cultivate, Meinung nach auch Länder ins Spiel bringen Sachen besser ist. Was tatsächlich jetzt mir auffällt, ist nicht drin ist, zum Beispiel sind Llanowar-Elfen schlichtweg, ich habe nicht dran gedacht. Es ist kein völlig ausgetecktes Deck. Man kann da dran verändern, man kann da in verschiedene Richtungen gehen, aber ja, ich habe tatsächlich nur geschaut, Ramp reinzubringen, der entweder sehr günstig ist, sowas wie ein Wildwuchs, eine Verzauberung für ein grünes, verzaubert ein Land, wenn es getappt wird, macht es zusätzlich ein grünes. Das ist halt im Prinzip plus ein Mana für eins, das du nur ausgibst. Oder ein Cultivate ist drin, eine Fernsuche, Farseek ist drin. Es ist in der Budget-Version, der Ramp geht rauf bis zum Migration Path aus Ikoria, der dir für 4 Mana 2 Länder getappt ins Spiel bringt, aber auch noch Umwandlung 2, also Cycling 2 hat. Der ist halt einfach ein bisschen flexibler. Und ansonsten ist ein Rampant Growth drin. Sehr interessant, sowohl Wild Growth als auch Rampant Growth heißen auf Deutsch Wildwuchs. Nicht verwechseln. Also ich darf 2-mal Wildwuchs spielen in dem Deck. Aber ist das nicht irgendwann erratet worden von Wizards? Hat das nicht einen anderen Namen mal bekommen? Also meine alten Karten, die in dem Deck drin sind, heißen beide Wildwuchs.
Dann sind es einfach beides Wildwuchs. Ich finde das ganz, ganz charmant eigentlich. Das Aber es sind zwei unterschiedliche Karten. Also die eine Hälfte oder eine Teil des Decks ist ganz billiger Ramp, der dich möglichst schnell dazu bringt, Karten rauf, Länder rauszubringen, weil du brauchst das Mana für deinen Commander. Und du brauchst viel farbiges Mana, idealerweise blau, um dann die anderen Spells spielen zu können. Gut, was ist noch drin im Deck? Der größte Teil sind einfach Karten, die scryen lassen. Also das Tolle an dem Deck ist halt, ich spiele zum Beispiel sowas wie eine Rare aus Hour's Devastation, Reason to Believe. Das ist eine zweiteilige Karte und die hat einfach, der eine Teil Reason ist für ein blaues Scry 3. Mit Eligith draußen bedeutet das ein blaues Zieh 3. Wie heißt die Karte, die das kann? Das ist ein Ancestral Recall, oder? Das ist ein Ancestral Recall, genau. Der ist gebannt, weil er Power 9 ist. Und solche Karten habe ich in dem Deck insgesamt 6 Stück. Also, die ähnlich stark sind. Ich habe eine Mystic Speculation drin. Das ist aus Time Spiral Block. Die kostet auch ein blaues Scry 3 und hat sogar noch Buyback 2. Krass. Das heißt, ich kann die für 3 Mana spielen und kriege sie auf die Hand zurück. Das heißt, ich kann sie entweder einmalig als Ancestral Recall spielen oder ich spiele sie für 3 Mana, ziehe 3 und kriege sie wieder. Ich habe einen Preordain drin. Scry 2, ziehe eine Karte. Das ist ein Staple in alten Formaten teilweise, weil es halt wieder generell schon effizient ist. Ein blaues, ich scry 2 und ziehe Karte. Das ist, glaube ich, ich kenne mich jetzt nicht toll aus, aber es ist Legacy-tauglich, glaube ich, gell? Ja, absolut. Und daraus mache ich halt ein Mana, ziehe 3. Serum Visions, das gleiche. Ein Mana, ziehe eine Karte, scry 2. Wird hierzu ein Mana, ziehe 3. Aber Lorenz, wir hatten doch eben auch noch kurz das Thema angesprochen, dass man ein Deck bauen sollte, was nicht unbedingt super hart auf einem Commander basiert. Was ich jetzt hier bei dir sehe gerade, ist absolut pervers gute Synergien mit Eligith. Aber was macht das Deck, wenn Eligith gehandelt wird? Tja, es ist ein 8-Euro-Deck, muss man fairerweise sagen. Ne? Das ist halt auch ein 8-Euro-Deck, muss man fairerweise schon auch in den Raum schieben. Also ich glaube, dass da die Flexibilitätskurve relativ gering ist, da jetzt richtig mit Fallbacks zu arbeiten. Es sei denn, Lorenz kommt jetzt mit einem Überraschungseffekt. Jetzt pass auf. Ja. Was das Deck nämlich auch spielt, das ist eigentlich nicht meine Weise, Commander zu spielen. Es sind einige Counterspells drin. Genau darauf wollte ich hinaus gerade. Ja. Genau. Also die Möglichkeit, meinen Commander zu beschützen, sind in dem Fall halt Counterspells. Es gibt ganz tolle Counterspells, zum Beispiel ein Condescent. Ich spare mir jetzt immer die deutschen Namen. Der kostet X und ein blaues. Countert ein Spell, wenn der Beherrscher des Zaubers nicht X zahlt. Und Scry 2. Ist das Keanu Reeves auf dem Artwork von Condescent? Ich glaube, es ist Keanu Reeves auf dem Artwork. Aber damit kann ich ein Spell countern oder ich kann den zur Not für nur das Blaue und counter halt dann den Spell, wenn der Beherrscher nicht 0 zahlt, also ich lasse es bleiben, aber ich scry 2, das heißt, ich ziehe trotzdem 2 Karten. Ich habe ein Dissolve auflösen, glaube ich, kostet insgesamt 3 Counter-Target Spell, scry 1, also ich mache mir einen Cantrip draus. Sprich, ich spiel die Karte aus und krieg gleich wieder eine. Und da sind einige drin. Memory Drain ist ein relativ teurer Counter für 4, also 2 und 2 blaue. Counter Target Spell, Scry 2. Also ich habe noch einen Kartenvorteil auf meinen Counter Spells drauf, teilweise. Und so muss ich mich aber doch am Riemen reißen, in dem Sinn, dass ich sage, okay, ich counte jetzt nicht wild in der Gegend rum, weil so viele sind jetzt an. Das ist jetzt kein hartes Control Deck, wo ich sage, ich counte meine Gegner komplett aus. Sondern du willst eher deine eigene Strategie gerne verteidigen. Genau, ich beschütze meine Strategie oder ich hinter halt wirklich einen Gegner dran, jetzt akut zu gewinnen. Sag ich mal, klar, wenn das sieht total spannend aus. Ja. Wenn der Gegner jetzt den von dir vorher schon erwähnten 10-Mana-Spell hat, der dann das Spiel gewinnt, wie ein Expropriate zum Beispiel für 10 Mana im Endeffekt,
klaue viele Sachen oder mache einen Haufen Extra-Züge. Mhm. Klar, dann counter ich das natürlich schon, aber prinzipiell sind meine Counter-Spells sozusagen der Removal in dem Deck. Ich finde es total spannend. Also du hast ja wirklich den vollen Fokus auf diese Scry-Synergie gelegt, was ich echt gut finde. Und selbst so eine kleine, simple Karte wie ein Opt, also Scry 1, Draw Card für ein Blaues, wird dann auf einmal zu für ein blaues Mana, Draw Card, Draw Card. Also das ist halt schon gar nicht mal zu unterschätzen, ja. Ich muss gerade nachschauen, ich habe ganz eine Karte im Kopf, die ich unbedingt vom Preis mal nachgucken will, weil ich glaube, dass die auch wunderbar reinpassen würde. Welche denn? Mana Drain. Nee. Es war, wie es vom Preislichen aussieht. Ah, zu teuer. Schade. Viel zu teuer. Der Sylvan Safekeeper. Der hätte natürlich. Das ist Sacrifice a Land. Target Creature you control can't be the target of spells or abilities this turn. Der wäre natürlich zum Protecten auch schön gewesen, wenn du halt irgendwann aufs Mana pfeifen kannst. Dann wäre natürlich auch schön gewesen. Aber ja, zu teuer. Der kostet die Hälfte von deinem Deck. Zum Fragen hier. Okay. Nur noch kurz so zum Überblick, was ist noch drin? Es sind so Sachen drin, ein Lifecrafters Bestiary. Artefakt für 3, at the beginning of your upkeep, scry 1. Das heißt, es ist im Endeffekt eine Phyrexian Arena. Und ich habe noch den Vorteil, wenn ich eine Kreatur caste, kann ich ein grünes zahlen. Wenn ich das mache, ziehe ich eine Karte. Also die Karte ist eh schon nicht schlecht und wird schon im Commander gespielt. Aber hier ist sie halt zusätzlich zu ihrem Haupteffekt noch eine Phyrexian Arena. Und da gibt es mehrere so Karten im Deck, die das machen, die halt einfach so drauf haben, Scry 1 in deinem Upkeep. Oder Chase's Sanctum macht meine Instant und Sorceries 1 billiger und immer wenn ich ein Instant oder Sorcery Spell spiele, Scry 1. Also automatisch jeder Spell, den ich spiele, zieht mir eine Karte nach. Schon ziemlich krass. Also Lorenz, du rampst jede Menge und ziehst im Idealfall auch sehr viele Karten, aber wie gewinnt das Deck am Ende? Genau. Gewinnen, es hat ein paar so Win Conditions, wie sagt man so auf Win Deutsch? Win Cons, ja. Genau, Win Cons drin. Gibt's einen deutschen Begriff. Zum Beispiel aus Ikoria, Ominous Seas. Bedrohliches Meer. Also ein Enchantment für 2. Immer wenn ich eine Karte ziehe, lege ich einen Counter drauf. Einen Foreshadow-Counter. Und ich kann 8 Counter runternehmen und erzeugen einen 8-8 Kraken. Okay. Und ich muss das Ding nicht opfern dafür. Das heißt, ich lege immer weiter Marken drauf und pro 8 Karten, die ich ziehe, kriege ich einen 8-8 Kraken umsonst. Kann ein 8-8 Kraken-Token haben wir nicht zufällig von Matthias bekommen, oder? Nee, leider nicht. Den muss er noch zeichnen. Ich werde es gleich mal nachordern. Okay. Was habe ich noch drin? Es ist der Psychosis Crawler drin. Das ist eine Artefaktkreatur für 5 Mana. Hat Stern. Der Power und Toughness sind so groß wie deine Handkarten. Mhm. Und immer wenn du eine Karte ziehst, verliert jeder Gegner ein Leben. Auch valide. An der Stelle kommt jetzt, glaube ich, nochmal dein Reliquary Tower, dein Reliquienturm auch zum Tragen aus deiner Landbase, richtig? Ja, also es sind ein paar Sachen drin. Der Reliquary Tower ist drin. Es ist ein Thought Vessel drin, das gerade noch so im Budget mit reingerutscht ist. Karten, die halt sagen, du hast eine maximale Handkartenanzahl. Genau. Zum Beispiel ein Body of Knowledge, das ist eine ganz neue Karte, ist mit drin. Der sagt auch, ich habe keine maximale Handkartenzahl, er ist so stark wie die Anzahl meiner Karten und der hat jetzt noch die Fähigkeit, immer wenn er Schaden kriegt, ziehe ich so viele Karten. Das ist auch eine Option. Ist halt, also Karten ziehen macht halt einfach Spaß. Ich spiele auch ein paar Planeswalker drin, die Nissa Steward of Elements, die kostet 40 Cent, glaube ich, für einen Planeswalker, weil die halt in ein, zwei Commander-Produkten nachgedruckt worden ist. Und die hat die Plusfähigkeit Scry 2. Ja, Glückwunsch. Das ist dann der Gönnungsfaktor. Noch eine Wincon, die ich drin habe, ist auch einerseits der Planeswalker und einerseits Jace, Kreatur, ne? Der Chase Wielder of Mysteries beziehungsweise der Laboratory Maniac. Ja, gut. Die beide sagen, wenn ich aus der leeren Bibliothek ziehe, gewinne ich das Spiel.
Das ist meine absolut favorisierte Win-Condition, weil du machst quasi aus etwas, wo du normalerweise das Spiel verlieren würdest, eine Situation, in der du das Spiel gewinnst. Das finde ich total, total attraktiv. Gefällt mir sehr gut hier, gerade Jace. Ja, und um noch schnell den dritten Planeswalker, weil das ist eine schöne Überleitung, zu meinem zweiten Commander, Kiora, Behemoth Beckoner aus War of the Spark ist drin. Die kommt mit 7 Loyalität. Immer wenn ich eine Kreatur mit Stärke 4 oder größer aufs Battlefield bringe, ziehe ich eine Karte. Kommt kaum vor, aber minus 1, enttappe eine bleibende Karte deiner Wahl. Und das mache ich dann mit meinem zweiten Commander, mit der Kaidel, die mehr Mana macht. Sprich, ich ziehe für wenig Geld viel Karten mit meinem Elegith und mache mir dann noch mehr Mana mit meiner Kaidel. Also die Wobei es farblos gut. ist, ne? Es ist farblos, aber wenn die mit draus liegt, dann ist halt mein, was war es jetzt vorher, meine Mystic Speculation, ist halt nicht nur, in Anführungszeichen, nur ein Ancestral Recall, sondern es ist auch noch Ramp, weil ich mehr Mana zurückkriege, als ich reinstecke. Ja, wenn der Recall nicht reicht, ne? wenn der Recall nicht gut genug ist, dann machen wir noch einen Ramp mit drauf. Ja, und deswegen okay. sind ein paar Möglichkeiten Verstehe. Drin, die Kaidel zu enttappen, um dann noch mehr Mana zu machen. Bringt mich gleich zur besten Karte im ganzen Deck mit Abstand, und zwar ist es der Tolarian Kraken aus M21. Ist eine Uncommon, wenn die meisten Leute sofort wieder vergessen haben, wenn sie es überhaupt mal gesehen haben. Kostet 6 Mana, ist eine 4-6 und sagt, immer wenn du eine Karte ziehst, kannst du 1 zahlen. Wenn du das machst, darfst du eine Kreatur tappen oder enttappen. Das passiert dann folgendermaßen. Ich habe die Kaidel und den Kraken draußen und spiele irgendein Spell, der sagt, zieh 2 Karten. In dem Moment gehen 2 Trigger, also 2 Card-Draw-Trigger von dem Kraken auf den Stack. Ich sage, ich mache den ersten, ich tappe die Kaidel für Mana. Lass es... In dem Moment habe ich 2 Karten gezogen, tapp sie für 2. Ich tapp sie für 2, zahle 1 davon und enttapp sie wieder. Dann ziehe ich meine zweite Karte. Der Trigger geht wieder auf den Stack. Ich sage, okay, ich tapp die Kaidel wieder, diesmal für 3 Mana, weil ich ja schon eine Karte mehr gezogen habe, zahle davon wieder 1 in den Kraken rein und enttapp die Kaidel wieder. Das ist schon echt gut. Ich meine, es ist zwar nicht infinite, aber... Ja, aber es ist sehr viel. Es ist sehr, sehr viel. Jetzt habe ich schon 3 Mana plus gemacht. Jetzt, wenn ich den nächsten Spell spiele, also pro Card Draw, mache ich mir im Endeffekt immer 1 Mana mehr Überschuss mit meiner Kaidel, die ich jetzt mal wieder enttappen kann. Einzige Problem, dass du an der Situation nur hast, ist natürlich die Tatsache, dass du nur farbloses Mana hast. Aber dann spielst du zum Beispiel so eine Karte wie ein Prismite, der dir es erlaubt, für 2 farblose Mana ein Mana irgendeine Farbe zu machen. Das macht schon echt Sinn, ja. Genau, dafür sind Sachen drin, wie du sagst, der Prismite oder das Stonework Packbeast jetzt aus dem neuen Syndicate-Set, die einfach die Fähigkeit haben, 2 farblose Zahlen und 1 Mana einer beliebigen Farbe rauszumachen. Es gibt diese Fähigkeit, habe ich gesehen, insgesamt nur 3-mal. Also in meinen Recherchen habe ich nur 3 Kreaturen gefunden, die das können. Das Packbeast, der Prismite und noch eine... Vogelscheuche, die habe ich aber jetzt nicht drin, weil die kostet 4 zum Ausspielen, aber die wäre noch eine Option, dass man das 3-mal drin hat, weil das ist natürlich wichtig, wenn ich so viel Mana habe, dass ich damit auch was ausspielen anfangen kann, und ich brauche viel farbiges Mana. Aber also der Martin war letzte Woche einmal am schlechten Ende dieser Kombo gesessen, sozusagen. Ja. Aber Martin, was hast du für ein Deck gespielt? Du hast wahrscheinlich kein 8-Euro-Commander-Deck gehabt, oder? Nee, ich habe mein neues Breyer auf den Tisch gelegt und gleich mal beim allerersten Mal mit Breyer einfach nur kassiert. Ja, gut, der Martin, ein schlechtes Beispiel, weil der hat einfach random Hate von den anderen abgekriegt. So, ja. Ich kann noch zufällig ein Artefakt zerstören. Ach, da liegt der Breyer. Komm, zack. Also es war insgesamt ein bisschen unglücklich. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz muss ich sagen, also ich war schon stark überrascht, wie gut Eligeth und Kaidel da performt haben. Also das war schon überraschend. Also das hätte ich jetzt für so ein 8-Euro-Deck bei weitem nicht erwartet. Und deswegen, also ich hoffe ja, also hoffe, dass es den Zuhörern genauso ging wie jetzt mir. Also dieser ganzen Idee, dieser von Lorenz geformten Deck
Deck-Variante, die er da jetzt gemacht hat. Also ich fühle mich gerade massiv getriggert, jetzt selber irgendwie so ein cooles 8-Euro-Deck zu bauen und einfach mit einer eigenen coolen Idee da vielleicht irgendwie ausreichend Widerstand leisten zu können. Also ich finde es total charmant. Es ist einfach mal was anderes. Es ist nicht dieses klassische, keine Ahnung, Money wins it all, sondern einfach zu sagen, man versucht mal, sich wirklich an Richtlinien zu halten. Ich meine, es gibt es ja immer wieder mit Pauper und was es da so alles da draußen gibt, ist schon richtig. Aber einfach mal so diesen Freigeist laufen zu lassen und sich nach eigenem Gusto, ohne welche Vorgaben, die man finden kann. Es gibt ja dazu nichts. Es gibt ja keine 8-Euro-Net-Deck-Varianten, die man sich einfach anschauen und kopieren kann, sondern man muss halt einfach mal wirklich sein stumpfes Hirn anschalten, Scryfall bedienen, mit irgendwelchen Suchbegriffen sich das zusammenschustern und dann langsam rantasten. Also ich finde es stark und ich fände es umso cooler, wenn sich da draußen jetzt echt ein paar finden, die da sich richtig davon animiert fühlen, das mitzumachen, dass wir daraus mal ein Match auf die Beine stellen, wo man gegen Lorenz quasi in so einer Multiplayer-Runde in den Ring steigt. Also das fände ich wirklich klasse, würde ich mich sehr freuen darüber. Also ich für meinen Teil fühle mich gerade massiv getriggert, weil es total viel Sinn macht, was Lorenz hier auf die Beine gestellt hat. Also an dieser Stelle nochmal Props an dich, Lorenz, echt ziemlich cool. Ja. Darf ich da auch selber mitmachen bei dieser Challenge oder ist nicht davon ausgenommen? Ich bin jetzt mal gespannt. Lass mal die Reaktionen aus der Community abwarten, aber da schauen wir entsprechend, was wir daraus machen, je nachdem, was daraus resultiert. Mhm. Sehen wir ja recht schnell. Also die Kommentare füllen sich da hoffentlich zeitnah, dass wir da ein Gefühl bekommen, wie wir da den Nerv treffen. Und auch die, die vielleicht bis jetzt immer über Spotify oder so zugehört haben, seid so gut und gebt uns dann auf anderem Wege, wenn nicht über YouTube, Feedback. Wäre für uns super stark, weil dann sind wir natürlich auch motiviert, das Ganze ein bisschen auszuschlachten und vielleicht irgendwie auch ein kleines Turnier oder so daraus werden zu lassen. Von daher, bitte, bitte auf diesen Zug aufspringen. Ich meine, ihr alle da draußen seid natürlich jetzt auch massiv im Vorteil, weil ihr Lorenz Deck kennt und jetzt verstanden habt, was es macht oder was es machen möchte. Also wir haben ja, glaube ich, heute genug Themen angesprochen, die es euch erlauben, vielleicht ein Deck zu bauen, was ganz gut dagegen performen könnte, konjunktiv. Genau. Ist natürlich auch ein wunderbares Übungssegment jetzt zu sagen, naja, man versucht sich jetzt da eben, weil man wieder sich an den Deckbau machen muss, vielleicht wieder mal bewusst ein bisschen auf diese ganzen, Tutorials, die wir jetzt quasi geliefert haben, sich das mal anzuschauen, zu Gemüte führen und das dann auch hier wirken zu lassen, das ist natürlich eigentlich eine ganz coole Synergie, die da auch sich automatisch auftut. Also ich finde es stark, vielleicht wird ja daraus irgendein Special-Tournament oder eine Special-Reihe, die wir damit ins Leben rufen können und dann war das hier der Initiator, das wäre natürlich wunderschön. Solange du also Lorenz, ich meine, du bist ja wirklich so ein bisschen an der Stelle der Initiator von dem Ganzen, weil du der erste Mensch dieses Planeten bist, der ein 8-Euro-Commander-Deck gebaut hat. Hast du vielleicht einen Vorschlag, wie man dieses Format nennen könnte? Außerhalb von 8-Euro-Commander? Ich habe dich jetzt kurz akustisch nicht verstanden. Power 8. Ich hatte dich gefragt, ob du einen Vorschlag hast, wie man dieses Format nennen könnte. Power 8 von Martin ist nicht schlecht. Ja. Das ist die abgespeckte Version von Power 9. Also falls tatsächlich ein Spiel mit der Community zusammenkommt, werde ich mir garantiert einen sehr kreativen Namen dazu ausdenken. Oder ich nenne es doch Power 8. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Abriss jetzt gegeben über das Deck. Der Martin packt auf jeden Fall einen Link rein in die Shownotes. Genau. Und dann packt er hoffentlich auch noch einen zweiten Link dazu, weil was ist schöner als ein Budget-Deck bauen? Ein Budget-Deck ausbauen. Also ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, wie man das Deck noch verstärken kann, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe keine 8 Euro, ich habe 40 Euro. Mhm. Also die Version, die ich von dem Deck selber spiele, liegt tatsächlich um die 40 Euro, sage ich jetzt mal. Es gibt ein paar... Kannst du kurz darüber geben, genau, was du geändert hast, also was hast du mit reingenommen? Ja. Also was tatsächlich sich sehr bewährt hat, sind einfach Karten, die mir die Möglichkeit geben, mehrere Länder zu legen pro Zug. Weil dadurch, dass man so viel zieht, hat man natürlich auch sehr viele Länder auf der Hand. Und deswegen spiele ich zum Beispiel eine Azusa Lost by Seeking, lässt mich zwei Länder zusätzlich pro Zug liegen. Ich spiele die Triade des Elysischen Hains aus Theros, lässt mich ein zusätzliches Land liegen. Ich spiele den halsstarrigen Schwertzahn, den Wayward Swordtooth, lässt mich ein Land zusätzlich liegen. Ich spiele ein Burgeoning, Aufblühen. Immer wenn ein Gegner ein Land spielt, kann ich ein Land aus meiner Hand ins Spiel bringen.
Das ist im Übrigen, weil es mir gerade so einfällt, während wir darüber reden, ich glaube auch, das wäre eine relativ charmante inhaltliche Folge für Commander, wie man denn sein Deck upgraden kann. Was könnten die wichtigsten Trigger sein, wo man das Upgrading betreibt, wenn man dann mal wieder eine neue Stufe erreichen will? Ich glaube, das könnte man durchaus auch nochmal zu einem Thema machen und also auch gerne darauf auf diese Denke von mir in den Kommentaren mal eingehen, weil ich denke ja selber immer wieder drüber nach, was ist vielleicht das Wichtigste. Ich glaube, da habe ich schon auch von meiner Seite so ein paar Tipps und Tricks, die man, glaube ich, anwenden kann, wie man sich denn das Deck verstärken kann, ohne dass man sich immer vielleicht auf die falschen Karten konzentriert oder sich zu sehr von den klassischen Powerkarten triggern lässt, die einem dann vielleicht mit 40 Euro eine Karte zu Buche schlagen, wohingegen ich für die 40 Euro vielleicht mit 8 anderen Karten, die das gleiche zusammen kosten, viel mehr Power auf die Straße kriege. Ich glaube, da gibt es ein paar Tricks und Kniffe, die man auch mal beleuchten könnte. Also ich hoffe, dass das vielleicht auch mal ein interessantes Thema für manche ist, die jetzt gerade neu bei Commander sind und sagen, hey, ich habe vielleicht mal mit so einem Pre-Constructed-Deck angefangen, wie könnte ich da mal rangehen und das mal ein bisschen verschärfen? Wo sollte ich denn ansetzen? Weil ich glaube, da gibt es auch einfach so ein paar ganz wichtige Basics, die man berücksichtigen könnte, oder? Was meint ihr? Klar, wenn da Interesse besteht. Sehr gut. Nur noch mal kurz zurückzukommen. Schreibt es in die Kommentare. Genau, wie immer. Schreibt alles in die Kommentare. Nein, ist ja gut. Ich wollte jetzt nur das nochmal abschließen, das Thema Upgraden. Ich habe es jetzt gerade nochmal nebenbei durchgeschaut. Es ist tatsächlich fast alles. Also das Einzige, was das Deck teurer macht, ist Ramp. Ich spiele noch eine Lotus Cobra drin, weil ich die noch hatte. Was habe ich denn noch drin? Eine Treasure Map, weil die auch Scryed und Rampt. Aber ansonsten ist das Deck eigentlich, ich sag mal, der Unterschied zwischen der 8 Euro und der 40 Euro Variante sind 8 Karten und das sind alles nur diese Ramp-Karten, die einfach mich Länder extra legen lassen. Die sind halt teuer. Der Azusa ist interessanterweise fast die günstigste von denen, die kostet 5 Euro oder was. Der Schwertzahn ist bei 6 oder 7. Die Dryade ist fast bei 10. Also man merkt schon, das sind einfach teure Karten, auch wenn die teilweise noch im Standard sind, also eigentlich noch gedruckt werden, aber die haben einfach einen gewissen Wert, weil dieses zusätzliche Länderlegen ist einfach so eine starke Fähigkeit. Gerade wenn du es auch kontinuierlich nutzen kannst. Azusa ist ja oft so, in einem normalen Deck, sage ich jetzt mal, klar, du legst damit vielleicht im dritten Zug deine 3 Länder und dann im vierten Zug nochmal 2 Länder, aber dann war es, dann hast du halt keine mehr. Und wenn du aber in dem Deck jetzt ständig nachziehst, kannst du eigentlich konstant pro Zug deine 3 Länder legen. Ich frage mich, warum ich Azusa bis jetzt noch nicht in meinem Mult-Rutter-Deck spiele. Jetzt verstehe ich auch übrigens die Anspielung im WhatsApp heute mit der Azusa. Das macht das alles wieder Sinn. Dann schließt sich der Kreis. Ja, also man muss ja dazu sagen, zu dem Match, das ich letztens gegen den Martin gewonnen habe, das hätte wahrscheinlich jeder gewonnen, weil in meiner Starthand waren ein Solring und eine Azusa. Also Turn 1 Solring, Turn 2 Azusa plus Länder. Ich hatte Turn 3 mein Elegith liegen. Schon hart. Also dann war es halt und ein Burgeoning. Also ich hatte Turn 4, glaube ich, 12 Länder. Kann man machen. Da, also, ja. Ich möchte jetzt das Deck nicht schlecht reden, aber ich sage mal, mit dem Start hätte wahrscheinlich jedes Deck gut gewinnen können. Nein, das Deck ist super stark und hätte auf jeden Fall auch ganz anders. Tolles Deck. Genau. Danke. Einfach mal dagegen in den Ring steigen und zeigt mal der Community, was ihr habt. Das ist natürlich auch das Coole. Das wird halt auch so ein Stück weit ein Schaufenster. Wir packen ja sowas dann auch alles gerne dann auch bei YouTube. Also wir würden das entsprechend natürlich auch kommentieren, filmen und auch bei YouTube zur Verfügung stellen, wenn es eben zu dem besagten Match kommt. Also von daher, glaube ich, genug Ansporn, sich da selbst in dieses ganze Thema einzuklinken. Wir würden dann die Decklisten posten, so wie wir es jetzt auch von Lorenz machen, die ja bei moxfield.com hochgeladen ist. Ja, und ich glaube, da kann man sich doch wunderbar beteiligen. Ich denke, wir haben beide Themen ausreichend behandelt, sind gut drauf eingegangen. Ich denke, wir haben zu beiden Themen eigentlich alles erzählt, was man sagen kann. Die Einblicke fand ich wieder mal super spannend, fand es extrem interessant, jetzt auch gerade nochmal dieses Deck in seiner Idee zu ergründen und deine ganzen Wincons so ein bisschen rauszulesen und entsprechend natürlich neben dem, dass ich damit schon verdroschen wurde, nochmal zu verstehen, wo denn eigentlich da der Wink mit dem Zaunfall herkommt. Aber ja, finde ich total cool und würde mich natürlich freuen,
wenn wir da über diese 8-Euro-Thematik vielleicht noch ein bisschen häufiger sprechen können, weil es dann eventuell auf viel, viel mehr Gegenliebe stößt. Und ich kann ja schon mal verraten, ich bin bereits dran, dass ich bei Card Market einfach nochmal weitere 8-Euro-Gutscheine loseisen kann, dass wir immer so theoretisch pro Folge weitere 8-Euro-Budget-Commander-Decks in die weite Welt hinaus streuen können. Das wäre natürlich schön. Da hoffe ich natürlich auf Resonanz bis zum nächsten Podcast. Und ja, dass wir es natürlich auch von unserer Seite weiter supporten. Genau. Sehr cool. Dann würde ich sagen, wir haben auch wieder eine wundervolle Stunde ausgefüllt mit tollen Themen rund um Magic. Wir bereiten euch schon mal seelisch und mental und emotional auf unsere Jahresrückblicksfolge vor. Wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir werden es dieses Mal mit allen Vieren machen. Also dadurch, dass ja theoretisch in der Regel immer wir zu dritt da sind, werden wir aber das nächste Mal auch mit Dani an Bord sein. Klar, alle brav zu Hause, aber dennoch vielleicht mal in einer lockeren Runde auch ein bisschen bei den Bierchen. Werden auch da noch was Neues ankündigen. Das kann ich schon mal so ein bisschen spoilern. Also da wird es auf jeden Fall noch mal einen kleinen Teaser geben, wo denn auch so unsere Reise insgesamt hingeht. Also wir sind weiter umtriebig, ich kann das Wort schon gar nicht aussprechen, und das auch nicht zu wenig und im Hintergrund. Umtriebig, du kannst es schon gar nicht aussprechen. Ja, ja. bei mir scheitert es schon an der Aussprache. Aber freut euch auf die Folge, wir würden uns freuen, wenn ihr euch dann entsprechend da nochmal einklingt und natürlich auch bei dem schönen Gewinnspiel teilnehmt, was da stattfinden wird. Und dann würde ich sagen, wir schließen am Ende des Tages natürlich auch wieder hier diese Folge. Ich lasse euch beiden natürlich wieder die Möglichkeit, abschließende Worte zu finden. Es wird wahrscheinlich die Folge sein, die wir eventuell, das weiß ich noch nicht, vorm Weihnachtsfest aufgenommen haben und die andere vielleicht zwischen den Tagen, das müssen wir mal gucken. Deswegen könnte es sein, dass ihr jetzt schon mal die schönen Weihnachtsgrüße raushauen solltet. Just in case. Lorenz, fang an. Ja, dann nehme ich den Ball gerne auf. Frohe Weihnachten. Es wird ziemlich sicher ein spezielles Weihnachten dieses Jahr, aber es muss deswegen nicht schlechter sein. Man muss sich vielleicht nur auf andere Prioritäten stützen. Spelltable. Ja. Spelltable, genau. Frohes Fest an alle. Auch nochmal von mir einen Anreiz für die Kommentarspalte. Wenn ihr noch eigene Ideen habt, was soll in das Deck noch rein, was kann noch rein? Ich habe eine wahnsinnig tolle Karte vergessen, außer den Llanowar-Elfen, die ich vergessen habe, weil ich sie vergessen habe. Schreibt es in die Kommentare rein. Lasst es mich wissen. Ich bin wirklich gespannt drauf, was da noch für Vorschläge kommen. Und ja, danke fürs Zuhören. Ich habe heute sehr viel geredet. Jetzt kann es mal keiner mehr über mich sagen. Habt ihr das gemerkt? Man kann es keiner über mich sagen. Allein dafür feiere ich die Folge. Ja. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Max. Ja, auch von mir natürlich frohe Weihnachten. Und es gibt tatsächlich so ein paar Worte, die ich unbedingt mal im Podcast loswerden wollte. Eins davon ist Pimmel. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Jetzt hatte ich echt kurzzeitig überlegt, was Max jetzt sagen könnte. Aber es ist Max. Max, hören Leute mit ihren Kindern den Podcast. Halt Max, jetzt muss ich das eventuell piepsen. Danke, dass ich das noch nicht piepsen. Aber jeder, der im Kindergarten ist, kennt dieses Wort sowieso und verwendet es tagtäglich von dem. Also es gibt deutlich schlimmere Worte als das. Aber ich wollte es einfach mal droppen im Podcast. Das war mein persönliches Ziel für heute. Deshalb bin ich übrigens hier. Schaut mal, wie leicht wir Max froh stimmen können. Der braucht gar kein Weihnachtsgeschenk mehr. Max ist happy, das ist doch schön. Dann schließe ich vielleicht ein bisschen niveauvoller die Folge. Ich freue mich tierisch, dass hier 5 Leute coole Sets von Matthias Kollross gewinnen konnten. Hoffe, dass wir natürlich im Idealfall dadurch, dass wir rechtzeitig die Informationen kriegen, euch alle damit noch vor Weihnachten glücklich machen können. Freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet für unsere Folge, die wir jetzt eben noch kurz zwischen oder vor dem Jahreswechsel aufnehmen werden. Ja, und ansonsten großes Dankeschön an Lorenz, diese 8-Euro-Initiative. Ich habe da eine große Hoffnung, dass sich das Ganze eventuell zu einer kleinen Lawine entwickelt. Das wäre richtig cool. Da bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Wir haben auf jeden Fall unsere Motivation dafür. Zur Not machen wir es intern. Wenn sich keiner einschaltet, ist es dann egal. Kriegen wir auch hin. Und ja, freut euch aufs neue Jahr. Auf jeden Fall nochmal dringend reinhören, was wir nächste Woche noch euch vorstellen werden oder halt in dem nächsten Podcast. Und auf jeden Fall sollten wir uns nicht mehr hören. Euch allen ein schönes Fest, trotz allem, auch wenn es, wie schon Lorenz gesagt hat, super speziell ist. Lasst euch von sowas nicht entmutigen. Es wird wieder aufwärts gehen. Wir werden wieder in jeglicher Form zurückkehren. Alternativen gibt es weiterhin genug. Gerade Spelltable kriegt natürlich auch nochmal gerade richtig viel frischen Wind. Und deswegen schaut doch einfach und bleibt bei dem schönsten Hobby der Welt einfach am Ball. Wir versuchen es euch zwischenzeitlich trotzdem auch so schön wie möglich zu gestalten. Und damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Nackt und Rosa, der Snapcast Episode 25. Wir haben gesprochen über
Teil 2 Commander Deckbau, die Basics und auch die 8-Euro-Variante von Lorenz. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Gesund bleiben. Servus. Ciao. Ciao.